Ja, hallo liebe DG-Fans da draußen an den auf den Wohnzimmer-Couch und wo immer ihr seid. Ich begrüße euch zu einem neuen Format, was wir jetzt einfach mal testen. Wir wollen in lockeren Abständen Spiele aus der vergangenen Saison zeigen und mit echten Fachleuten nochmal nachkommentieren und so ein paar Feinheiten rausarbeiten. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt hier dabei ist Thomas Dolak, unser Co-Trainer. Thomas, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, gut, alles gut. Alle sind gesund. Dann fangen wir einfach mal an. Natürlich auch einen Dank an die Telekom, an Magenta, an unsere Partner, dass wir das so dürfen. Die haben da sehr schnell zugesagt. Vielen Dank. Also, wir spielen in Mannheim. Es ist der 21. Februar, der 47. Spieltag. Das war das erste Spiel der langen Auswärtstour. Wir hatten vorher, nur mal so zur Einordnung, wir hatten vorher das Derby gegen Köln gewonnen, dann zu Hause gegen Straubing sehr klar verloren und dann begann diese Vier-Spielereihe Mannheim, München, Berlin, Bremerhaven. Thomas, was hast du da gedacht, als du diese Auswärtsreihe vor der Brust hattest? Ja gut, wenn du natürlich die Mannschaften siehst am Anfang, schon vorher, du guckst ja den Spielplan an und dann weißt du, du musst nach Mannheim, von Mannheim fährst du nach München. Ist noch Berlin, Bremerhaven praktisch, ja, Mannheim, München, Platz 1 und 2. Dann hast du noch Berlin, die waren vor uns, Bremerhaven. War natürlich eine schwere Aufgabe für uns, die wir aber sehr, sehr gut gemeistert haben. Ja, das Spiel geht jetzt hier los. Wie wichtig ist die ersten Minuten zu überstehen? Da war ja klar, dass der Gegner kommt mit unheimlich viel Druck. Ja gut, ist natürlich sehr wichtig. Ne? Du musst direkt von der ersten Sekunde wach sein in Mannheim, gegen Mannheim, auch gegen die ganzen anderen Gegner. Und das haben die Jungs sehr gut gemacht. Es war, glaube ich, das einzige erste Spiel, wo Marco Novak wieder mit zurück war. Ohne Ebner mit Novak. Aber jetzt schon nicht mehr eine Notbesetzung, sondern wieder ganz gut aufgestellt. Ja, genau. Ja, der Novi, der war ja auch Wochen vorher schon viel auf dem Eis. Jetzt haben wir hier gerade gesehen, alle schauen zur Scheibe. Da kommt der Stützle hinterm Rücken rein und kriegt die Torchance. Das ist immer, aber ansonsten stehen wir jetzt sehr gut. Da hat die Zuordnung, sieht zwar gefährlich aus, aber alles unter Kontrolle. Ist es dann klar, dass wenn der Gegner Druck macht, dass man dann auch mal Lücken kriegt? So kommt es ja dann später. Ja, natürlich. Du musst natürlich in der defensiven Zone musst du gut stehen. Und dann Mannheimer, die bewegen sich sehr gut, haben viele technisch, läuferisch gute Spieler. Die Verteidiger schalten sich damit ein. Deswegen ist da die Defensive sehr, sehr gefragt. Hier auch wieder in die Scheibe tief. Sie geht hinterher. Ich glaube, es ist ein Spiel, das werden wir später sehen, wo wir unheimlich gut auch vorne gestört und gearbeitet haben und wo schon viele Angriffe unterbinden. Man muss also über die ganze Eisfläche, glaube ich, seine Zugang. Ja, genau, das fängt aber vorne an in der offensive Zone, also praktisch bei den Mannheimern im Drittel hier. Schöner Pass vom Alex Bartha zum Charlie. Er kommt, wie wir es gerade eben gesehen haben, auch wieder hinterm Rücken und kriegt dann die Torchance. Jetzt sind wir hinterm eigenen Tor. Jetzt macht der Mannheim, glaube ich, unheimlich viel Druck. Sie greifen sehr früh an. Ja. Wie wichtig ist es da, dass man hinten schön rausspielen kann? Das ist sehr wichtig. Hier genau wieder das Gleiche. Der Verteidiger, der Aktat, kommt hinterm Rücken rein. Da ist es dann natürlich eine Chance gegen uns. Da fehlt die Zuordnung. Jetzt müsste eigentlich Jenner müsste rausgehen. Und der Geithner den Mann vorm Tor übernehmen. Jensen, unser Feldspieler mit der meisten Einsatzzeit, alle lieben ihn, er hat verlängert, großartig. Er nimmt vielleicht ein paar Strafen zu viel, oder? Darf ich das als Laie sagen? Ja, ich meine, das weiß er selber, aber ich glaube, gerade beim Jensen, weil der ein sehr körperbetontes Spiel spielt, da schauen die Schiedsrichter ein bisschen schärfer hin, was auch manchmal dann durch seine Größe und ich sag mal durch den Körperkontakt, den der da an den Tag bringt, ab und zu mal auch 2 Minuten gepfiffen werden, wo es bei anderen Spielern jetzt nicht gepfiffen wird, sagen wir es mal so. Ja. Da sind wir jetzt in Unterzahl. Worauf kommt es in Unterzahl an? Jetzt stehen wir da in so einer Art Raute, ist ja kein Viereck. Genau, also du musst natürlich gucken, dass du die Passbahn wegnimmst. Du analysierst natürlich vorher auch, schaust du, was die spielen wollen, wen sie zum Schuss bringen wollen. Hier zum Beispiel Rendulic kommt hinten. Das war zum Beispiel ein guter Schläger von Olymp. Das war ein sehr, sehr guter Schläger vom Olymp. Ja, der hat natürlich gesehen, dass der Rendulic da hinten rankommt und bringt dann seinen Schläger da in die Passbahn rein, pflückt den, glaube ich, sogar aus der Luft noch raus, weil sonst hätte es eine sehr, sehr gute Torchance gegeben, haben sie sehr gut gespielt, die Jungs hier auch. Schlechter Pass, da macht man direkt Druck.
mit vier Mann jetzt unten, gewinnen die zwei Kämpfe und die Scheibe geht wieder raus. Jetzt ist mal so eine Szene, macht, glaube ich, Leon, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Mhm. Der setzt jetzt gut nach, sorgt für so ein bisschen Störung und hat irgendwie dann einen Fehlpass und dadurch sogar einen Eisig. Genau. Das ist genau das Aufgabe einer Unterzahlformation. Genau, oder? Auch der Vorcheck, du willst, das sind natürlich wertvolle Sekunden, je länger die im Aufbau verbringen, umso weniger Sekunden verbringst du da oder umso weniger verbringst du dann in deinem Drittel, wo du killen musst. Ne? Ja. Deswegen hier auch, der Plachter geht, droppt und geht außen, Buzzer liest es sehr gut, wir halten die blaue Linie gut, abseits. Und sogar abseits. Wie sehr war eigentlich noch das erste Spiel, wo wir auch geführt hatten? Ja. Wo wir auch führen, weil ist das dann noch im Kopf? Oder? Das habe ich noch im Kopf, ja, weil wir da ja dann auch zwei Unterzahltore bekommen haben. Waren, da war es zu überaggressiv. Da sind wir mit zu vielen Leuten, wollten wir in die Ecke rein, haben dann den Stützler allein vor dem Tor stehen lassen. Da siehst du dich selber übrigens gerade. Ja, ja. Machst eine gute Figur. Also, danke. Okay, nee, und deswegen ist das Unterzahlspiel, da sind sehr viele Sachen, auf die man achten muss, sehr viele Kleinigkeiten. Aber die Jungs haben das schon sehr gut verinnerlicht. Jetzt zum Beispiel ist im Stützle Plachter seine. Wir hatten jetzt mal eben an bei 5,51. Also ist das jetzt, also an sich ist das, was du sagst, die Passwege zumachen und so, ist ja etwas, was eigentlich jedes Team wissen muss. Also warum gibt es dann doch Unterschiede? Mhm. Ist das dann die punktuelle Klugheit des Spielers, wie er den Schläger hält? Genau, und so? Genau. Die müssen natürlich auch die müssen auch immer gucken, wer wo steht, wer frei ist oder wo der Pass hinkommen könnte und müssen darauf dann auch reagieren. Ne? Klar gibt es Tendenzen, aber ja, so. Okay, wir machen mal weiter. Ja. Die stehen ja auch wieder sehr gut. Bum nimmt den Pass weg, Novi auch. Die Formation hier glaube ich, kriegen wir gleich eine Chance gegen uns. Hier zum Beispiel, genau, das wollen wir nicht, dass der Plachter da zum Schuss kommt. Ich mach mal die Mitte zu sehr auf. Und jetzt haben wir es aber, glaube ich, auch überstanden. Übrigens, das ist so ein Spiel, wo man immer sagen muss, Matthias Niederberger auch großartig ist. Ja, sehr also, wenn man das jetzt hier mal heute, weil andere Dinge auch passieren. Mhm. Also Grüße an Matthias Niederberger, großartiges Spiel. Und dass er sich hinterher geärgert hat, dass es kein Standort war, ist obendrein lustig. Natürlich, ja. Aber das ist auch so gegen Mannheim, da sind es dann stets 6-2 und man fühlt sich trotzdem irgendwie nicht auf der sicheren Seite. Ne? Ja, ja, wir sind noch, glaube ich, 8 Minuten zu spielen oder so und ja, dann kommt die Druckphase. Dann musst du auch in Mannheim, auch wenn du mit 4 Toren führst oder 5, dann musst du immer. Ich glaube, jetzt fällt unser Tor, glaube ich. Die Kamera schwenkt um und auf einmal. Ja, hier stehen wir auch wieder sehr gut. Flagge schön rein. Ja. Du warst ja auch Stürmer. Wie entscheidet er jetzt, ob er welches Eck er nimmt? Ja, gut, er sieht natürlich, der guckt, sieht, wie der Torhüter steht. Ne? Und dann ja, ist es eigentlich. Ja, denke ich mal, entscheidet jeder Stürmer auch ein bisschen anders, ne, wo er dann hinschießen will. Ja. Aber Ronny ist natürlich dann schon 17. Saison-Tor, ist natürlich ein Torjäger, der weiß schon, wo die Scheibe hin muss. Und da ist auch keine Option zu passen. Nee, der Luke Adam, der kommt noch, läuft praktisch gut vom Reul in die Laufbahn kurz rein, dass der da nicht rüberkommt. Und Ronny, also Jerome, schließt gut ab mit einem kurzen, knackigen Handgelenkschuss. Ja, und kein Tor in Überzahl. Ist ja eigentlich am Anfang der Saison der vor allen Dingen in Überzahl getroffen. Und hinterher hat er sich der Gegner, glaube ich, ganz gut immer drauf eingestellt. Ja, genau. An diesem Barter-Pass von außen auf Flake. Genau. Und Jerome, der kann es auch 5 gegen 5. Ja, Jerome versucht. Überhaupt auch Gruß an Jerome Flag, auch großartig Saison gespielt. Ja, ich glaube, eine seiner besten seit langem. Ja, aber das ist auch, der kam topfit aus dem Sommer. Ist dann nur die ganze Saison verletzungsfrei geblieben. Ja. Und hat uns sehr, sehr, sehr geholfen dieses Jahr. Ja. Alex Barter hat im Spiel auch viele Defensivaktionen. Mhm. Ja, Alex sowieso, der arbeitet immer hart, solide, hat einen guten Spielwitz. Treibt die Mannschaft auch immer nach vorne. Hier sieht man auch, Zweikampf gewonnen. Sehr gut gearbeitet vom Alex dort. Natürlich auch. Die Mannheimer übrigens, glaube ich, das waren so spezielle Karnevalstrikots. Es gibt ja die Legende, dass Leute oder Teams mit Karnevalstrikots nicht gewinnen können. Okay. Das ist ein weiteres Indiz. Auch zum ersten Mal hier auch wieder Schuss geblockt in der Schussbahn.
Und Bukarts geht und schön zwischen die Beine. Wunderschön. Bukarts ein bisschen der Liebling der Presseabteilung mit. Grüße auch an ihn. Hat noch keinen Vertrag. Ich gerade, habe gerade meinen Sohn jubeln sehen. Sehr schön. mit dem Zwitscher. Da auch, dieses durch die Beine ist ja eher ein. Also, das nimmt er sich vorher vor. Und dann ist es auch eine Menge Glück, ob wirklich die Lücke da ist, oder? Ja, gut. Ja, ich glaube aber, die Jungs, so auch technisch guten Spieler, die sehen das dann schon, wenn sich da die Lücke öffnet, wenn der rüberrutscht. Schläger ist nicht auf dem Eis, gerade beim Torhüter, der rutscht rüber, wie du siehst. Ja. Ist auch für den Torhüter ganz schwer, also weil irgendwas muss er ja machen, also er muss die Beine öffnen. Ne? Ja, er muss rüberrutschen. Hier aussehen wir vom Bulli, sind zwei, glaube ich, gleiche Situationen. Hier kommt er zum Schuss, jetzt bei dem Bulli machen wir es besser. Busasch war, glaube ich, eine Zeit lang nicht ganz glücklich über seine Bulli-Bilanz, ist am Ende auch besser geworden. Man hat viel trainiert, hier zum Beispiel, genau, guter Schläger wieder, Schläger zur Scheibe. Kommt er diesmal nicht zum Schluss, der Plachter. Und jetzt dachte man ja so, verdammt nochmal, schon wieder zwei Tore in Mannheim. ich weiß, dass Leute mich ansprachen und sagten, wenn die Mannheimer ein Tor machen, machen sie auch vier. Ist noch lange nicht gewonnen. Und so fühlte man das auch. Also ich hatte jetzt überhaupt noch keinen. Oder hast du schon in dem Moment schon mal irgendwie überhaupt nicht gehofft? Also überhaupt nicht. Auch beim 6-0, als die dann die zwei schnellen Tore geschossen haben, dann denkst du dir auch, ach hey, jetzt waren dann, ich weiß es gar nicht mehr, waren es noch 8 Minuten. Ja, glaube ich so, um den Dreh waren es noch zu spielen und es kann gegen Mannheim kann es schnell gehen. Ja, hat man glaube ich auch schon mal. Wir haben auch mal 6-4 da geführt. Ja. Und innerhalb von 3 Minuten dann 4 Tore bekommen und 8-6 verloren. Ja. Guter Punkt. Aber auch hier wieder, da wird auch schön gearbeitet. Ja, machen gut und immer Sekunden wegnehmen. Genau. Und so geht dann das erste Drittel zu Ende. Ich glaube, wir kommen jetzt hier im Zusammenschnitt direkt ins zweite. Wir haben ja das ganze Spiel auch zusammengefasst, jetzt nicht das ganze Spiel. Kannst du dich noch an die Pausenansprache erinnern? Ja gut, bei einer 2-0-Führung war man natürlich. Ist hier noch ein wichtiger Block kurz vor Pause. Kenny Olim kommt auch gutes Backcheck, dann kommt der Querpass und, ja, und dann wie die Jungs da arbeiten und sicher nicht zu schade sind, die Schüsse zu blocken. Ja. Also wieder gut abgefangen. Dann müssen wir, die Scheibe sollte jetzt natürlich so kurz vor Schluss tief gehen. Aber Maxi bringt die jetzt tief und geht hinterher und so lassen wir die Uhr runterlaufen. Du kannst dich noch an die Pausenansprache erinnern? Ja gut, man war natürlich zufrieden. Ich glaube, es wurde genau die defensive Arbeit wurde erwähnt, dass das gut ist. Das waren unsere Chancen. Ich glaube, Harry hat sogar nach dem Spiel gesagt, dass mir, glaube ich, bei jeder Statistik oder auf dem Papier, bei allen Statistiken, eine schlechtere Mannschaft waren, außer auf der Anzeigetafel. Was aber im Endeffekt dann das Wichtigste ist. Ja. Wobei ich uns jetzt auch gar nicht so turmhoch unterlegen fand oder so. Das war jetzt auch gut, im ersten Drittel haben wir schon viel in der Defensive gestanden, sagen wir es mal so. Aber dann, wie gesagt, die Jungs haben es gut gemacht. Eigentlich alles weggenommen und dann eben die zwei Konter gefahren, die auch verwertet wurden. Jetzt beginnt ja das zweite Drittel. Es war ja klar, dass Mannheim unglaublich viel Druck macht. Ja. Und die schießen auch dann gleich ein Tor. Da können wir das vielleicht nochmal näher diskutieren. Was da nicht gegeben wird. Ja. Das weiß die Mannschaft dann schon. Jetzt kommt es an die ersten Minuten. Oder? Ja, natürlich. Die gehen da raus. Wir kriegen noch ein paar Sachen auf den Weg. Aber die wussten auch, wie gesagt, dass gute defensive Arbeit ausschlaggebend sein wird. Auch sehr lauffreudig. Muss gegen Mannheim sehr viel Schlittschuh laufen. Mit denen mitlaufen. Und die jetzt gerade in der Situation auch defensiv sehr gut stehen. Da auch ein Schuss von der blauen Linie, allerdings nehmen die Verteidiger da alles gut weg vor dem Tor, sodass Matthias freie Sicht hat. Und er fängt in dem Spiel auch viele Scheiben, es gibt kaum Abpraller. Ja, genau. Und das ist dann immer ein bisschen Aufregung, wie der wäre vielleicht eh dann hingegangen. Aber auch dadurch kommt auch viel mehr Ruhe rein, so die Abwehraktion. Ich fand auch schön, dass wir geschafft haben, das Mannheimer Publikum leise zu lassen. Das war uns beim ersten Spiel nicht gelungen. Ja, genau. Hatte auch die Halle das Spiel dann mitgedreht. Ja, und stimmt. Irgendwie in diesem Tag haben wir es geschafft, dass es da ruhig bleibt. Ja, wieder. Stehen wir gut. Hier kommt ein Foul. Ja. Tim Stützle schaut da ein bisschen. Rookie of the Year geworden, deine Einschätzung zu Tim Stützle? Sehr, sehr toller Spieler. Ich habe schon, als ich im Nachwuchs war, hat Tim Stützle immer gegen uns gespielt. Und ein Wahnsinnstalent. Also
Spielwitz, technisch, läuferisch. Also nicht umsonst Rookie des Jahres geworden. Und ich denke mal auch, dass er jetzt beim Draft ziemlich hochgezogen wird. Wie ist er so auf dem Eis? Also er kriegt ja wahrscheinlich manchen Spruch, sowas wie Babyface oder sowas. Also geht er da? Ja gut, das kriege ja ich nicht so mit, aber so wie es aussieht, interessiert ihn das dann recht wenig, ob er da Sprüche kriegt oder nicht. Wie gesagt, er ist auch ein sehr, sehr netter Kerl. Ich kenne ihn auch schon länger jetzt, bodenständig. Und also macht Spaß, ihm zuzuschauen. Jetzt haben wir eine Überzahl und Führen. Spielt man Überzahl anders, wenn man führt? Nein, oder ist es genau dasselbe? Genau dasselbe. Also auch wenn es jetzt eine Minute vor Schluss wäre und man eigentlich die Zeit runterlaufen lassen will, man würde... Ja gut, also ich sag mal, wenn es jetzt ein knapper Spielstand ist, du führst 3-2 und hast dann noch eine Überzahl, dann solltest du natürlich nicht irgendwie probieren, irgendwelche Schüsse zu nehmen, die dann in eine Rundung reingehen und einen Konter verursachen könnten. Aber jetzt bei so einem Spielstand probierst du natürlich schnell ins Drittel zu kommen, in deine Formation und dann nur eins nachzulegen. Und dann 3 Tore. Am Anfang der Saison waren wir ja sehr stark in Überzahl, dann haben wir so ein bisschen nachgelassen. Ist das auch ein bisschen Zufall oder war das diese, wir haben begriffen, dass die DEG Bartha auf Flake oder was war das? Ja gut, das ist ja, wie du es vorhin gesagt hast, die Mannschaften stellen sich dann schon drauf ein. Und schöne Bewegung von Flake jetzt, das liebe ich ja. Ne? Ja, so, genau, so reindrehen. So reindrehen, sehr ja. Gut, ja. Also eine Flake mit seinem Körper, da ist dann auch schwer, den zu kontrollieren an der Torlinie. Hätte ich aber unterbrochen bei der Überzahlbilanz. Also, ja, natürlich. Ja, am Anfang lief es sehr, sehr gut, aber wie du sagst, die Mannschaften stellen sich dann drauf ein und umso schwerer wird es dann, diese Pässe, sag ich mal, oder Bartha auf Jerome zu spielen, hat natürlich trotzdem ab und zu noch geklappt. Wird dann ab und zu mal am Tor vorbeigelegt oder nicht getroffen, aber im Endeffekt hatten wir trotzdem immer noch einige Chancen und Überzahlen, die dann leider nicht verwertet wurden. Da kriegen wir jetzt eine Strafe. Ich glaube, jetzt schießen die Mann aber auch gleich das Tor. Ja. Da ist ja, glaube ich, die Diskussion, also Nierberger wird jetzt behindert, das ist, glaube ich, unstrittig. Ja. Aber ob Johannessen ihn da vielleicht reinschubst oder sowas. Ja gut, wie hast du es in Erinnerung? Ja, da ist natürlich ein Kontakt, findet statt vor dem Tor, aber ich glaube, die neue Regelung, nicht da richtig hier, natürlich der Pass, der darf nicht durchkommen. Und dann sind wir, ja, wie gesagt, dann sind wir immer allzu spät dran. Aber das ist dann wieder auch die Qualität. Ich glaube, der Tim Stützle, oder, hat den Pass gespielt. Ja, wir sehen es in meiner Wiederholung. Der schiebt den natürlich dann durch, gerade die, der ist, guck hier, die Lücke, die da ist, die kleine Lücke, das findet dann halt so ein Stützle. Ne? Jetzt der Luke Adam kommt zu tief. Wie gesagt, alle einen Schritt zu spät. Und da ist jetzt die Torhüterbindung, aber die Frage ist einfach, ob Johannessen ihn vorher vielleicht... Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist es so, dass auch wenn vorher ein Kontakt stattfindet, dass wenn der dann in den Torhüter reinfällt, dass es so oder so eine Behinderung ist. Ja. Und das war jetzt kein Dollarschubser. Großer Fan-Blog an diesem Tag. Danke nochmal an das Fan-Projekt, die wir in der Aktion hatten mit vielen Bussen. War eine schöne Atmosphäre. Grüße an die Jungs und Mädchen vom Fanprojekt, die immer da einen sehr guten Job machen. Ja, Mannheim macht dann viel Druck auch in dieser Überzahl, wo sie jetzt sehr wütend sind. Sind sie für dich die, ja, wen hättest du vorne gesehen, Mannheim oder München in der Saison? Außer, dass wir es natürlich gemacht hätten, aber generell mal so. Ja, gut, ich glaube, ja, die sind beide starke Mannschaften, glaube ich. Die nehmen sich da nicht viel. Ja. Da auch wieder zu weit weg. Das müsste ja natürlich einen Anschluss direkt aus der gefährlichen Zone. Hier stehen wir jetzt gut. Nehmen wir alles weg eigentlich. Jetzt geht der Smith gleich vors Tor. Aber Matthias ist da mit dem Schläger. Und ist der auch gut. Schöner Backcheck von Bartha sehr da. Gut, sieht man gut im Spiel öfter. Ja. Eben auch Aktionen von Johannessen, der manchmal so ein bisschen. Also da, hier kommt, da genau. Ist das nicht ein klares Foul. Ich als Laie, ja, das habe ich mir natürlich am nächsten Tag, als wir nach München gefahren sind, habe ich mir das 10-mal vor und zurück gespult. Es ist ein Kontakt da, aber Maxi rutscht auch ein bisschen weg. Von daher war es ganz okay, dass da nichts gepfiffen wurde. Wollte noch was zu Johannessen sagen, der so völlig unter dem Radar
spielt. Man hat den Eindruck, dass ihm die vielen Verletzten auch irgendwie gut getan haben, so im November oder sowas, als er dann so ins Rollen kam. Mhm. Und insgesamt großartige Saison, oder? Sehr gut. Also der hat einen Riesensprung nach vorne gemacht dieses Jahr. Hat sich, wie du es gesagt hast, durch die ganzen Verletzungen dann sehr, sehr solide gespielt und kam dann immer, der hatte ja am Anfang eine schwere Gehirnerschütterung, was ihm so ein bisschen Luft rausgenommen hatte, aber ist sehr gut zurückgekommen und hat dann, wie gesagt, meiner Meinung nach einer der größten Sprünge nach vorne gemacht diese Saison. Ja, wenn man jetzt so aufzählt, die Verteidiger, die wir so haben, dann zählt man ihn so schon so auf, so Novak, Ebner, Zanetti, Jensen, Johannessen und dabei ist er einfach ja noch ein blutjunger. Ja, das vergisst man gerne, ne? Weil er eben auch ausländischer Spieler ist. Ja. Hier gehen wir zu zweit auf einen zum Beispiel, sollte auch nicht passieren, der Pass kommt durch. Und dann so ein kleines Scharmützel mit Gardner ist auch selten. Ich weiß gar nicht, was die Männer mal dagegen haben. Ja, Zanetti hatte da, glaube ich, im dritten Drittel auch noch eine kleine Rangelei vor dem Tor, wo er stinkesauer war. Aber ich glaube, Zanetti ist ja schon öfter mal stinkesauer, oder? Ja, gut. Ja, aber eigentlich, er ist schon, er hat schon eigentlich einen kühlen Kopf. Er spielt halt sehr körperbetont, aber ist. Ja. Da wieder Jensen Urbohm auf dem Eis, eine sehr große Abwehrreihe. Ja. Das tat irgendwie auch mal gut, auch so wie Leute, gegen Leute wie Reul und so, dass man immer so große Leute auf dem Eis hat. Ja, natürlich, gerade die zwei Hüden hinten drin. Znovi ist jetzt auch kein kleiner, ne? Ja. Aber die zwei, ja, schon sehr solide. Wir sind jetzt schon 3 Minuten vor Drittelende. Hier kommt auch wieder ein Haken, oder? War das eine Strafzeit? Ich glaube fast ja, oder? Von Maxi? Ja. Bei 6 gegen 5, manchmal verstehe ich gar nicht so, wie die Zeit abläuft, dass Gegner oder das Teams, die nicht sofort die Scheibe wegspielen, um länger dann 5 gegen 4 zu haben, so vor Drittelende, okay, passt jetzt hier nicht ganz zum Beispiel, aber. Ja gut, du hast natürlich auch jetzt 6 gegen 5 ist hast du auch eine Überzahl. Ne? Und je länger du da die Scheibe hältst, dann du hast ja immer noch die 2 Minuten dann hinten raus. Naja, aber hier stehen wir auch wieder sehr gut. Gute Schlägerarbeit. Verschiebt ihr dann im Training so richtig? Also unterbrecht ihr dann und sagt so, das ist dein Quadratmeter, das ist dein Quadratmeter, hier ist der Schläger hin. Ja, so ungefähr, ja. Bei dem Defensiv-Übungen. Es sieht ja für Laien manchmal so etwas wild aus, aber es steckt dann wahrscheinlich schon mehr Struktur dahinter. Ja, da ist schon Struktur drin, ja. Ja. Die Jungs wissen schon, was sie spielen müssen, wo sie stehen sollen. Ja. Immer wieder eine Unterzahlsituation. Also hier merkt man ja, dass man in Unterzahl gar nicht unbedingt so viel laufen muss. Also die beiden Verteidiger hinten sind ja relativ stationär und die beiden Stürmer rödeln darum. Ne? Ja genau, ja, es ist halt immer, wenn die Scheibe oben ist, sind es mehr die Stürmer, die aktiver sind. Und wenn die Scheibe runterkommt, sagen wir mal zur Torlinie, dann müssen die Verteidiger ein bisschen wacher sein. Genau, hier sieht man gut, da stehen sie sehr gut, wieder alle. Jetzt auch. Jetzt eigentlich nehmen sie alles weg. Wüsstest du, wie man gegen uns Unterzahl spielen würde? Also wenn du jetzt, angenommen, du würdest jetzt Cheftrainer werden von einem anderen DL-Club, würdest du sagen, aha, aber die DG, die kannst du da kriegen und da kriegen, weil so, also brauchst jetzt nicht verraten, aber würdest du, die haben da eine systemische Lücke? Ja gut, bei unserem Unterzahl jetzt meinst du. Ja. Oder genau. Oder nee, eigentlich haben wir da keine Lücke. Natürlich. Natürlich. Jetzt hier nee, so klar gibt es irgendwie hier auch wieder Kenny gut in der Schussbahn drin. Ja. Also alles eng zusammen hier. Ja, das schön zu sehen, wie so ein Quartett sich dann so miteinander agiert und alle wieder. Gute, zack. Gute Arbeit. Guter Leon Niederberger hier auch mal nochmal guten Job gemacht hat. Ja. Ja, Matthias hat ja auch viele Siege zu verdanken dieses Jahr, ne, in seiner Leistung. Ja, wobei ich jetzt, wo es jetzt so ist, ist auch spannend finde mit unserem neuen Torhüter-Duo. Und muss man jetzt aber auch dann den Jungs vertrauen. Ja, natürlich. Ja, Pante ist auch ein Riesentalent. Ne? Ich kenne den aus den Nationalmannschaften, aus der U20, als ich damit war als Co-Trainer. War, glaube ich, ein guter Typ. Ne? Also, guter Typ. Ja. Wie gesagt, ein Riesentalent. Ist jetzt auch wieder eine kleine Aktion hier, ne? Ja. Kleine, das war ja Leon, glaube ich. Genau. Fast ein Konter und so, ja. Ein Schläger rein. Und so konnte man die Mannheimer dann. Also hinterher hieß ja manchmal Spiel auf ein Tor und wir haben nur 6-mal Glück gehabt. Ganz so war es jetzt nicht. Also so
so toll war es dann auch nicht, aber wie gesagt, gerade im ersten Drittel war es schon, haben wir sehr, sehr viel Zeit bei uns verbracht und das haben sie sehr gut gemacht, die Jungs, gerade im ersten Drittel. Wenn du dann natürlich im Rückstand gerätst, dann wird es schwer, aber zwei gute Konter. Ja. Wurde da jetzt die Hoffnung schon ein bisschen größer, dass was gehen kann? Ja, 2-0 steht es, ne? Da musst du natürlich, was heißt die Hoffnung größer? Wir haben gesehen, die spielen solide heute, die Jungs stehen gut und wussten, da geht schon was. Mein Name hat ja diesen legendären Sternsprecher. Wisst vielleicht gar nicht, ich glaube Scholz heißt er, ich weiß gar nicht, Scholz. Der hat damals, der war Sternsprecher in Kaiserslautern und hat das legendäre "Zieht den Bayern die Lederhosen aus" eingeführt im deutschen Sport. Ob man jetzt dankbar sein muss oder ihn verfluchen soll, deswegen. Ich habe ihn immer geliebt, weil er unseren Namen immer so schön falsch ausspricht. Also er hat jahrelang immer Collins Robb gesagt, so Collins, weil er irgendwie auf dem Blatt wie Vor- und Nachnamen vertauscht hat. Er hat das so konsequent gesagt, dass ich irgendwann selber mal nachgeguckt habe, ob wie er jetzt so heißt, der Collins Robb. Aber auf jeden Fall ein Original und ich finde auch schön, dass es sowas noch gibt und dass es nicht ganz so glatt ist. So, jetzt sind wir im dritten Drittel und wieder ist klar, Mannheim kommt raus in die Feuerwehr. Ja. Du warst gerade die Familie Königsfeld zu sehen, auch mal Grüße, saßen hinter der Spielerbank DG, verrückte Familie. Schlachter gegen uns, ja. Und da 1921, da war noch viel Zeit auf der Uhr. Sehr viel Zeit, macht. Da haben wir auch, aber Matthias ist natürlich dann auch wieder zur Stelle. Da fängt es an, Pass geht hoch, wir schießen an dem Spieler vorbei, was dann natürlich dann hier, wenn man vorbei, bringt die in eine kleine Überzahlsituation, weil der Zanetti dann aushelfen muss, was den Plachter dann frei vor dem Tor lässt. Ja, Zanetti muss raus. Ja. Aber Matthias geht sehr schnell entgegen. Genau. Ne? Ja. Oh ja, und dann begann ja jetzt noch ein bisschen Zeit, aber es beginnt ja dann so ein bisschen diese Phase, ja, fast so ein bisschen erinnert an Deutschland-Brasilien bei der WM 2014, na, genau. Wo auf einmal alles gelingt in so ein paar Minuten. Ja. Das hat schon Spaß gemacht. Wobei beim 3-0, was gleich fällt, ein bisschen Gauss, glaube ich, macht. Ja, ist wieder Schuss geblockt von Gardiner. Ja. Hier kommt er wieder hinterm Rücken. Beim Gardner fand ich immer erstaunlich, dass er relativ unauffällig gespielt hat. Und wie kann man Topscorer werden und trotzdem unauffällig spielen? Das finde ich jetzt einfach irgendwie kurios. Ja gut, er hatte natürlich auch eine Überzahl, anfangs auch nicht. Einige Tore. Hier setzt sich Jerome sehr gut durch an der Bande, was ihn dann unten für ein bisschen Platz. Ja, was macht Ubum da vorne? Ja, der hat sich dann mit eingeschaltet. Der hat natürlich gesehen, dass alle runtergehen von den Mannheimern. Die gucken natürlich auch nicht gerade hinter den Rücken, was hinter denen passiert. Und der schleicht sich dann praktisch von hinten ran. Und Jerome sieht den auch sehr gut. Ja. Ich weiß, dass ich da gedacht habe, so ein Punkt. Ein Punkt müsste jetzt schon möglich sein. Aber da Jerome hat einen guten Blick dann, ja, im Rückpass. Also mir steht gar nicht zu, über gegnerische Torhüter was zu sagen. Weil ich finde, man kann es auch nie beurteilen, weil man die Flugbahn oder die Sichtlinien nie kennt. Mhm. Aber er hatte, glaube ich, an dem Tag auch nicht seinen besten Tag. Oder? Ja, keine Ahnung. Weißt du, war der Gustafsson? Gustafsson, ja. Gustafsson war drin. Ja, natürlich ist Gustafsson schon ein guter Torhüter, nur an dem Tag. Ja, auch bei dem Endtor, glaube ich, Jerome schießt noch ein. Ja, oh, da fallen wir auch wieder durch. Was heißt das? Aber Alex und Novi spielen das sehr gut. Und jetzt, glaube ich, Maxi schießt an die langen Schienen vom Torhüter. Man sieht ja gar nicht, man kommt da am langen Pfosten noch. Ist sowas auch ein bisschen Absicht? Auf den Abpraller? Ja, ist auf jeden Fall Absicht. Du weißt ja, wenn du an die lange Seite schießt, ist da meistens, wenn du das Tor triffst, ist natürlich auch sehr wichtig. Ja. Wenn du nämlich vorbeischießt, dann sind die wieder im Konter, aber dass der Abpraller dann irgendwo vor dem Tor liegen bleibt oder zur Seite rauskommt. Ja. Sieht man es jetzt, guckt zum Gardiner. Also ich habe jetzt mal eben auf Pause gemacht für die Technik bei 28.07. Er hat ja, anders als Flake eben beim 1-0, jetzt schon die Chance zu passen auf Gardiner, ja. Aber er nimmt den Schuss. Ja, das ist natürlich, wer ist das da? Der Stützle, der kommt natürlich zurück auch. Der Pass, hier siehst du den Schläger vom Gardiner, glaube ich. Und links, natürlich, ja. Der Pass muss schon sehr genau und sehr gut kommen. Ja. Warum liegt er nicht quer? Das sieht man ja auch manchmal. Ja, manche, es kommt immer drauf an. Manche mögen es nicht so sehr, wenn man sich hinlegt. Ja. Manche
München zum Beispiel, die spielen es viel, dass die Verteidiger sich hinlegen, flach aufs Eis. Und hier aber, ja. Also es, ich kann schon sagen, dass das kein Zufall ist, dieser Abpraller. Nee, weil er guckt jetzt auch zum Gardiner, sieht, der ist da und jetzt geht es halt einfach ein Schuss auf die lange Ecke, Abpraller kommt. Ja. Das war schon so gewollt. Das ist natürlich auch eine Menge Selbstvertrauen in der Mannschaft. Ja. Vor allem dafür ist in Mannheim. 13:30 noch auf der Uhr. Ja. Und immer noch war man sich nicht sicher. Nee. Ja, das ist natürlich dann hier die kurzen Pässe. Jetzt sich nur gut durch. Ja, Luke Adam hat sich auch dann ja wunderbar auch entwickelt in der Saisonhälfte dann noch. Aber jetzt glaube ich, jetzt kommen wir erstmal nach Flake. Ja, genau. Nee, das meine ich dann. Geht er auf und direkt Schuss. Das meine ich mit, da hat der Torhüter relativ freie Sicht. Genau, da hat irgendwie keine gute Position, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, die geht ihm hier auch so durch den Arm durch. Jetzt haben wir natürlich auch nicht vergessen, dass Jerome einen sehr, sehr guten Schuss hat. Ja. Und aber ja, wie gesagt, ich glaube, schlecht reden oder irgendwie, aber da hat er freie Sicht und ich schätze mal, an einem anderen Tag hätte er den vielleicht sogar behalten. Wir machen ja, begleiten ja die Spiele bei Social Media und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man zu schnell Hurra und Wahnsinn und so und dann geht es noch schief, dann steht man blöd da. Ich weiß, dass wir an dem Tag unsicher waren, wie schnell oder wann wir jetzt endlich auf sensationell DEG unfassbar, weil das bleibt ja bestehen und wenn du hinterher noch verlierst, dann kriegst du das um die Ohren gehauen. Aber da so langsam waren wir uns dann sicher. So langsam, ja. Sag jetzt im Nachhinein, da vor Ort war ich. Ich weiß es aber auch noch, ich stand an der Wand. Ich glaube, Harry hatte auch das gleiche Gefühl, als es 6-2 stand, dass wir da noch sehr weit von entfernt sind. Von 3 Punkten entfernt sind, sagen wir es mal so. Da kann jetzt Lucinus, glaube ich. Ja, hier aber auch gut rausgespielt, wieder zum gute Torchance für Maxi. Ja, Lucinus ist ein bisschen schade. Hätte man sich gut vorstellen können, dass er bleibt. Leider hatte er war schon vorher klar, dass er einen Vertrag hatte in Finnland. Mhm. Aber er hat sich da gut eingefügt, oder? Hat sich sehr gut eingefügt, ja. Hat dann auch in der Mannschaft sehr viel weitergeholfen. Er macht jetzt zweimal, Entschuldigung, ich unterbreche, er macht jetzt zweimal denselben Pass auf Flake. Ja, Flug, oder? Auf Adam, Entschuldigung. Ja. Jetzt ist er, glaube ich, der Erste. Ja. Und dann geht er hinterher. Und jetzt trifft das leere Tor aber nicht, oder? So, ja. Da das hätte man ihm gegönnt. Muss ich gestehen, hat er eigentlich ein Tor gemacht hinterher noch? Er macht es nochmal spannend. Ja. Ja, aber ja. Sehr gut hier auch wieder durch den Schläger durch. Und Luke haut natürlich oben im Winkel rein. Sehr schön rausgespielt. So der sogenannte No-Look-Pass von Lucenius. Wo Adam aber schon erwarten kann erwarten muss. Ja, ja, der steht ja auch bereit da. Schläger ist auf dem Eis. Ja, der weiß schon, dass der Pass dann da kommt. Hier schau, der guckt einfach nur zum Tor und haut ihn dann blind rüber. Und dann, wenn der Tor jetzt so schnell rüberkommt, ist eben die Lücke über der Schulter zwangsweise da. Du kannst da nicht in der perfekten Position sein. Ne? Fummelt auch nicht lang rum, zieht direkt ab. Ja, 6-0. Und da, jetzt habe ich schon den Spielbericht dann auf Sieg geschrieben. und ich weiß, dass das erste Tor einem ja noch völlig egal war. Man musste einfach nur die Statistik ändern. Ja. Aber da war dann irgendwie doch mal ein Abpraller. Ne? Ja, da war dann oben, der Schuss kommt von der blauen Linie und dann kontrollieren wir die Schläger nicht vor dem Tor. Ich weiß gar nicht, wer hat den da gemacht, der Hunter. Ja, schon, ne? Er dreht sich dann da gut raus aus dem Zweikampf und schiebt ein. Mein Name ist Tomo Lieb. Musik ist mir viel lieber als die Berliner, die ich persönlich hasse. Dieses Halleluja Berlin und na. Da fahre ich auch extra nie hin. Außer bei unserem Viertelfinalsieg, da will ich natürlich sagen. So, und jetzt vergehen, glaube ich, nur ganz wenig Sekunden. Ja, das ist ja ein Mann. Mit 8 Minuten zu spielen, wir kriegen ein bisschen
einen kleinen Schwung hier, auch wieder Turnover. Ja. Die Scheibe muss tief bleiben und jetzt kommt man natürlich in 3-2-Situationen. Auf einmal guckt man zur Uhr, ne? Ja, genau. Da sieht man, dass Matthias auch nicht gerade begeistert ist. Übrigens, Dennis Reul, letztes Mal so aus Laiensicht von außen betrachtet, ist natürlich einer, den man jetzt erstmal so nicht besonders mag beim Gegner, aber wo man genau weiß, wenn er mal aufhört, dann sagt man auch schade. Und wenn man dabei wäre bei seinem letzten Spiel, würde man aufstehen und applaudieren, weil es einfach dann doch eine coole Karriere ist, oder? Ja, natürlich. Sich da so lange zu halten, ja, in meiner Meinung. Ja, das ist ja auch ein solider Verteidiger. Ne? Ja, also, und der Stay-at-home-Verteidiger schießt dann natürlich ein Tor. Ja, 7:13, ich weiß gar nicht, habt ihr eine Auszeit genommen oder so? Nee, haben wir nicht, aber ist natürlich jetzt auch direkt wieder die kommen, den Druck, aber... Ja, wie ist es dann auf der Bank? Also sagt man dann ruhig Jungs oder muss man gar nichts sagen, weil ein ruhig Jungs eher noch nervöser macht? Du sagst dann schon, zurück zum Spiel finden, kühlen Kopf bewahren, jetzt hat man auch wieder Charlie Janke. Ein bisschen zu weit weg, guckt auch mal zur Scheibe, da haben wir ein bisschen Glück, dass die Scheibe drüber rollt über den Schläger. Sekunde weggenommen. Zurück, aber das ist natürlich jetzt auch wieder eine Strafzeit unglücklich. Leon geht klar zur Scheibe mit dem Schläger, die rutscht dann hoch und ins Gesicht. Ja, das sind die so, das hat man ja öfter auch. Ja, hier. So. Ja, genau. Das ist natürlich keine Absicht, aber. Aber so ist die Regel, oder? So ist die Regel, so ist genau. Beziehungsweise Unterzahl. Aber da war, weiß ich, glaube ich, dass man sagen konnte, 4 Tore gegen uns ist auch für Mannheim in 5 Minuten schon, ja, schon eine Menge, aber trotzdem da Niederberger schnell drüber. Super rübergekommen. Ja, ist das, was der Zanetti mit dem Hinterlauf vor dem Tor, was ich meinte. Also ein bisschen, ja. Da war er ein bisschen angefressen, als er rauskam. Position rein wieder, unsere Formation. Krefeld spielt ja zum Beispiel eine andere Überzahl, ja, spielt ja mit 2 Leuten hinterm Tor. Genau. Machen wir nicht, macht Mannheim ja auch nicht. Was ist da der Vorteil, warum machen die das? Ja gut, die haben natürlich, du kannst das Spiel weit machen, ne? Ja. Die machen das Spiel weit, schieben sich die Scheibe hinterm Tor hin und her, ja. Was schwer zu verhindern. Und dann probieren sie natürlich dann einen Bugieser, haben sie dann probiert für den One-Timer. Ja. Loszulassen, der natürlich einen Wahnsinnsschuss hat und es ist nicht leicht zu verteidigen, weil irgendwo du musst vor dem Tor aufpassen, im Slot, du musst auf den Bugieser aufpassen. Der Torhüter muss dauernd hin und her gucken. Genau, ne? Genau. Und dann hast du natürlich schön auch noch, Matthias hier. Sehr schön, ja. Sehr schön. Ja. Ja, noch Zanetti nochmal gesehen im Zweikampf. Aber auch hier, die Jungs machen es gut, stehen gut. Der Schläger hier, der Novi, rein stört. Wieder unterstützt. Wann entscheidet man, ob man drauf geht oder ob man in der Box bleibt? Ist das, wenn der Gegner die Scheibe mal nicht ganz sauber annimmt oder genau, wenn man so eine Sekunde wenn die mal hat? Überspringt oder meistens, wenn die in die Ecke geht und du siehst praktisch die Nummer vom Gegenspieler, sagen wir mal, den Rücken vom Gegenspieler, ja. Dann ist es eigentlich, die Scheibe nicht unter Kontrolle haben, dann ist es eigentlich ein Zeichen. Ja. Aber spielen wahrscheinlich auch jeder ein bisschen anders. Johannes Nier, Busasch. Also hat die Truppe hat schon Spaß gemacht. Ja. Also auch wenn. Tolles Team, auch vom Charakter her, die Jungs durch die Reihe, durch alle super Jungs. Ja. Freut es sich, dass diese Mannschaft ja in weiten Teilen natürlich nicht komplett und es wird auch Verluste geben und so, aber wir haben weniger Umbruch, als wir schon mal hatten. Ja. Ja, das ist natürlich gut. Die Jungs kennen sich dann natürlich. Umso schneller geht es dann in der neuen Saison wieder, sage ich mal. Dass du die ganze Taktik und alles drin hast. Ja.
Und ja, ist schon schön, dass dieses Jahr der Großteil. Ja. So, jetzt ist klar, wir gewinnen dieses Spiel. Im Fußball würde der Trainer jetzt seine besten Leute rausnehmen, weil er sagt, zwei Tage später spielen wir wieder. Mhm. Wie verändert sich das dann im Eishockey? Also spielt jetzt so eine Barter-Reihe dann ein paar Sekunden weniger, weil läuft das normal durch? Du lässt es einfach normal durchlaufen. Das ist normal durchlaufen. Bekommt die vierte Reihe dann noch ein bisschen mehr Eiszeit hinten raus. Ja. Aber eigentlich, ich meine, wir spielen ja auch die ganze Saison mit vier Reihen durchgewechselt. Und da hat schon jeder seine Eiszeiten bekommen. Ja. Ja, ich glaube, dass da die Mannheimer dann auch irgendwann gemerkt haben, dann war es dann, irgendwann war es dann, ist die Zeit dann doch runtergelaufen. Genau. Und irgendwann ist es dann. Ja, zwei Minuten, vier Tore. Das ja. ist schon schwer. Und die Jungs, wie gesagt, die ganze Saison, ich glaube, wir haben das Gegentor-Statistik gehabt, oder dieses Jahr? Ja, genau. Ja, aber du siehst ja auch Harry. Noch nicht in Party laufen. Noch nicht abgehakt. Ja, wieder einen Schuss festgehalten. Genau. Ja. Ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen Ausblick machen, danach folgten dann München, Berlin und Bremerhaven und wir punkten ja auch in München, wir punkten auch in Berlin. Im Nachhinein war es ja auch unglaublich wichtig. Nein, im Nachhinein war es egal, aber für die Hauptarbeit, also wir haben den fünften Platz dann nur. Also wir mussten auch so viele Punkte holen. Genau. Ja, es war gar nicht so ein Bonuspunkt. So. Nee. Im Nachhinein hätten wir die, sonst hätten wir es nämlich nicht geschafft. Ja. Und, ja, aber auch ja, auch das wussten die Jungs und so sind sie dementsprechend sind sie dann auch aufgetreten. Ja. Ja. Dann fängt er schon wieder sich verdeckt, aber es findet da immer irgendwie einen Weg, ja. um die Murmel sicher zu halten. Unser bester Bulli-Spieler war ja Chad Nearing. Mhm. Ich weiß, du kannst jetzt auch nichts dazu sagen, ist aber noch völlig ungewiss, wie weit er wieder auf die Beine kommt. Mhm. Aber der hätte uns dann nochmal gut getan. Ein guter Chad Nearing, sehr gut getan, ja. Ein wichtiger Spieler für uns, für uns Spieler. Der Ausfall, der tat dann schon weh. Ja. Also Grüße auch an Chad Nearing. Wir hoffen, dass er bald zurückkommt. Glaubst du, es war für Luke Adam... es gab ja so ein paar Scharmützel mit Mike Pellegrims oder so in den Spielen. War für ihn schon besonders da zu treffen, oder? Ja, das denke ich schon. Ich meine, es ist ja immer gegen die alte Mannschaft, wenn man gespielt hat, wenn du da triffst, das ist natürlich immer schön. Ja. Ja, wie du sagst, die hatten ja, sind glaube ich sogar beim letzten Heimspiel, sind die da mal kurz aneinander geraten, oder? Ich habe es nicht richtig mitbekommen, wir wussten auch gar nicht, was los ist. Ja. Aber, ja, die werden schon gut getan haben. Was macht einen, also wir haben Chad Nearing mal interviewt und da sagte er, er könnte so gar nicht genau das Geheimnis eines erfolgreichen Bullies verraten, weil das gar nicht, also er könnte es auch keinem beibringen. Das wäre ganz viel Intuition und Beobachtung des Schiedsrichters und Beobachtung des Schlägers, des Gegners und wie trainiert man Bullies? Also weil man ja nicht, weil du ja im Training die Scheibe anders als für einwirfst als ein Linienrichter. Ja, ja, gut, aber im Endeffekt muss es, du stellst dich einfach ans Bulli und übst dann, ne? Verschiedene auf Vorhand, auf Rückhand. Wie gesagt, der Mittelstürmer muss dann natürlich auch gucken, wie der Schiedsrichter die Scheibe hält, wann die runtergeschmissen wird. Ja. Wie du sagst, wie der Chat gesagt hat, wie der gegnerische Spieler am Bulli steht, wie er seinen Schläger hält. Und das können die Jungs dann schon teilweise lesen, was da passiert. Ne? Ja. Ja, ich weiß, dass der Femdog jetzt schon am Feiern war, der ich glaube mit 11 oder 12 Bussen dahin gefahren und dass der Countdown dann immer ein bisschen zu schnell ist, weil Fans natürlich immer euphorisch sind, das weiß man dann vorher, da freut man sich dann drauf. Nochmal vielen Dank an da in die Ecke. Es waren ja auch zwei Tage später erstaunlich viele in München, ich glaube viele haben so eine Kombitour gemacht und haben dann München noch mitgenommen, was ja dann auch großartig war, wenn auch ganz anders, aber da, ich glaube von 2-0 Rückstand auf 3-2 gedreht. Sieg, auch kurz vor Schluss und auch da war der Lucenius-Treffer, glaube ich. Und ja, es geht jetzt hier zu Ende, die letzten Sekunden. Das war einer der herausragenden Spiele der Saison eigentlich, oder zumindest sehr seltsam.
Wir würden diese Reihe gerne fortführen. Hat Spaß gemacht. Machen wir weiter. Da ist der Fanblock großartig. Ja, kann man auch mal genießen. Rot-Gelb. Viele bekannte Gesichter. Ja, ist ja auch für die Jungs immer schön, dass so viele Fans mitreisen. Kollegen Sebastian Esch aus der Presseabteilung zu sehen. Macht einen guten Job, vielen Dank. Ja, wichtiger Sieg für uns. Ja, vielleicht könnt ihr gerne kommentieren, welches Spiel wollt ihr noch sehen. Wir würden eigentlich gerne auf Heimspiele umschwenken. Also wenn ihr Wunsch habt, ich weiß jetzt 4-0 gegen Berlin oder das 0-1 gegen Bremerhaven, kann ja auch mal interessant sein, ein Spiel, was nicht so gut geklappt hat. Mal gucken, wie wir da als Gast haben. Ja, nochmal vielen Dank an Magenta, dass wir das machen durften. Vielen Dank an Thomas Dolak. Vielen Dank an die Zuschauer. Wie gesagt, wünscht euch die nächste Begegnung und dann werden wir das bald wiederholen. Für heute war es das 6:2-Sieg in Mannheim der wunderbaren DEG. Verdammt nochmal. Normalerweise hätten wir jetzt gerade unsere Halbfinalschlacht gegen wen auch immer. Also keine Grüße an Corona. So. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, auch von mir und bleibt gesund. Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.